Freude, oh Freude. Also nehmen wir jetzt dieses Brett und legen das da über dieses... Das da? Oder was? Scheiße. Mann. Oh, Alter. Ist mir... Oh. Ich gehe einfach durch. Ich gehe einfach... Oh Gott. Scheiße. Warum ist denn? Jetzt ist ja nicht Fehler. Nee. Nicht. Muss ich weggehen, tut mir leid. Also ist mir so... Oh. Warum tut mir sowas an? So wat? Warum spiele ich so wat? Was bin ich hier? Mann, Alter! So weit wollte ich noch ja nicht gehen. Also die Steuerung ist schon... Ja, toll. Alter. Ich komme jetzt nicht mehr zurück, ne? Das ist ja nicht für lebensbejahende Kunst. Funktioniert denn eigentlich irgend... Ist das denn wieder... Was? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Den Müllberg hochklettern? Aha. Aha. Ach, gib mal hier. Hä? Besser halten. Hört rauschen. Ich höre es fürchterlich rauschen. Oh, ey, der Fotobar sieht doch echt fertig aus. So voll geschlemmt mit schwarzem Zeug. Was? Der Keller. Was ist der? Der richtige Keller? Ist das doch unser Keller? Ist das unser Keller? Oh. Und alles finster hier.
Kiste, Alter. Was witzig. Oh, Scheiße. Oh, die Kratzer. Oh nein, die nach oben. Ja, normal. Mach zu, das Ding. Mach einfach zu. Oh. Oh, Alter. Also die letzte Folge war schon, die war schon krass, aber das ist ja jetzt hier, also. Mann, das muss doch nicht sein, ey. War der Spiegel vorher auch schon so scheiße? Aber ich glaube ja, ne? Ja, war normal. Ah, komm. Komm, die Wilme. Das klemmt. Was ist denn jetzt los? Scheiße, steht die da? Steht die da in der Wanne? Das sind doch die Haare, oder? Die so wehen von... Bist du das Mädel? Oh, nee. Diese Spinne, das ist die doch, oder? Das ist doch... Ja. Warum wird hier gerade Wasser eingelassen? Ich hab das schon jetzt ja nie gehört, aber warum zur Hölle wird hier gerade Wasser eingelassen? Ich will nicht baden. Nö. Ich kann Bad nehmen. Das ist ja nicht für eine Scheiße. Aber ich komme jetzt hier nicht raus, oder was? Soll ich sofort machen? Oder muss ich wirklich ein Bad nehmen? Vielleicht mache ich mir noch ein paar schöne Kerzen an. Und mache mir ein bisschen Shadi-CD. Smooth Operator. Also ich weiß nicht irgendwie, wie du das siehst, aber... Für mich steht hier dieses Mädchen hinter dieser Glasbausteinwand, also. Oder ist halt wirklich Grafikglitch, aber. Naja, wann ist ja fast voll. Mann, Alter, jedes verkackte Mal, ey. Oh. Scheiße. Kann man nicht noch ein bisschen... Nein. Ich wollte nur die Badesuche erzeugen. Nein. Wer macht überhaupt so eine hässliche Fuge mitten in die Wand, Alter, von den Fliesen? Warum? Dinge, die ich nicht in Horrorspielen machen würde. Mir ein Bad einlassen und baden gehen. Und nun? Und nun?
Aha. Hab ich ein Menü? Nope. Ich glaube jetzt mehr, jetzt bekommen wir wirklich die Geschichte von Lucy jetzt hier mal komplett erzählt, ne? I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Ja, schon krass dargestellt, ne? Irgendwie. So quasi die Eltern als diese ölbedeckten schwarzen Wesen. Heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that, but who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Tja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, denn man muss sich mal überlegen, irgendwie, du bist Vater und du musst deiner kleinen Tochter mega fette Subkutanspritzen verabreichen, also das, und ihr habt gesehen, was das für Spritzen waren, was die sich da, was die, der Geist sich da aus dem Arm gezogen hat, das waren keine kleinen Piekser. Want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Ja, wir haben Pico getötet. Tja, da bist du natürlich als Elternteil bist du irgendwie durch, wa? Was willst du machen? Wie gehst du mit sowas um? So eine Scheiße, Alter. Eine Badewanne voll Blut. Eine fucking Badewanne voll Blut. Und da fragt mich doch eigentlich, hat Visage Oberbosse? Gibt's hier Bossfights, vor denen man irgendwie wegrennen muss oder irgend sowas, damit man irgendwie was schafft? Gibt es für jedes Kapitel einen Boss? Und eine Badewanne für Blut. Also da mag man mich jetzt für eigen halten. Aber das sieht für mich aus wie ein Tor zu einem Bossroom. Also entweder wir sind jetzt wieder im Badezimmer oder wir sind irgendwo richtig am Arsch. Sagen wir mal, richtig am Arsch.
Jetzt das neue Schaumabad, Blutwurst. Stöhnen. So quecksilberig aus. Ja, früher haben sie ja auch immer so Experimente gemacht, ne? Irgendwie in Wasser und Isolation mit LSD kombiniert. Soll ja auch sehr bewusstseinserweiternd sein. Was ist denn für eine Decke? What are you doing in there? Unlock the door, please. Lucy? Are you okay? Open the door now! Lucy! What's going on? Lucy locked herself in there. She won't open! Lucy, open that door now. Open that goddamn door now! Move! Softe Musik. Immer zu. Immer noch zu. Kiefer von Lucy, der Kiefer von unser Asset eigentlich wirklich, und sind wir der Vater? Ich weiß es nicht mehr. Fortschrittsgegenstand. Ab sofort wird er im Fortschrittsraum angezeigt. Hat die sich die Kiefer abgerissen? Hat die sich den gottverdammten Unterkiefer abgerissen? Okay, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, jetzt habe ich das Lucy-Kapitel beendet. Ende des Kapitels. Auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Schau dich noch einmal im Haus um. Dort wirst du weitere wichtige Gegenstände finden, die dir neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Im Fortschrittsraum kannst du deinen Fortschritt einsehen. Dort kannst du auch ein neues Kapitel beginnen. Dort kann ich auch ein neues... Ach, okay, gut. Dann hätte sich ja quasi eigentlich... Aber guck mal hier. Aber guck mal hier. Die Lichtschalter sind wieder da. Oh, na Gott sei Dank. Gott sei Dank, die scheiß Lichtschalter sind wieder da. Und wir haben Überlicht. Oh, ist das schön. Ist das schön. Zwei Feuerzeuge hier. So, na, ich würde sagen, wir machen nochmal einen ganz kurzen Abstecher. Zum Fortschrittsraum, ne? Schön über dich, Amania. Knazi, Knazi.
Satellitschalter, dass man die fünfmal bedienen muss, bis ja nie, nee. Tja, hier ist Blut. Okay, und hier ist es Interagieren. Wahrscheinlich wird hier das nächste Kapitel gestartet. Okay. Und wir starten jetzt.